Wie man sieht, ist es hier eine extrem anspruchsvolle Location für eine Fernseh-TV-Produktion. Die Lasten hier ins Dach zu bekommen, was so eine TV-Produktion mit sich bringt, war schon eine extreme Aufgabe. Die lichttechnische Herausforderung, das sind vor allem erstmal dieser unglaubliche Parameter-Count. Wir haben uns dann dazu entschieden, die X4-Bars nahezu 800 mit im Videonetzwerk zu bauen. Und unser Lichtoperator wiederum hat Zugriff auf das Videopult, sodass wir in der Lage sind, die Welt, die auf der Bühne ist, in den Zuschauerraum zu transportieren. Bei diesem Setup ist es so, dass wir so viele Lampen haben, dass das nicht in eine MA-Session reinpasst. In Summe mit allem, was wir hier haben, sind wir mit knapp über 150.000 Parameter. Deshalb müssen wir das in zwei aufteilen. Alle GLPX4-Bars haben eine Video-Session, ein weiteres Setup, wo das komplette Licht ohne die GLPX4-Bars angesteuert wird. Es gibt eine Show und es gibt eine Lichtanlage. Dann gibt es irgendwann mal ein Budget. Und dann muss das Ganze irgendwie in einer Halle. Und das Interessante ist, man denkt sich was aus und in dem Moment, wo man dann tatsächlich hier vor Ort ist, fängt man an zu ändern, zu machen, zu entwickeln. Die Zusammenarbeit mit PRG bei dieser Produktion ist für mich wie in den letzten Jahren extrem angenehm, weil wir kennen uns sehr, sehr lange. Ich weiß, was ich da aus dem Lager rausziehen kann. Das ist einfach ein Zusammenspiel, was sich über die Jahre ergeben hat.